Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme vom Citybus Manager hier auf unserer Map Bochum. Wir haben beim letzten Mal nochmal eine weitere kleinere Linie im Wattenscheid gemacht, um den Zubringer sozusagen zum August-Bebel-Platz zu gewährleisten, wo ja dann die in Anführungsstrichen Hauptlinie Schnellbus, habe ich es mal genannt, letztendlich vom Wattenscheid nach Bochum zum Hauptbahnhof fährt. Das war der Punkt, aber wir haben auch beim letzten Mal einen neuen Bus nochmal gekauft, deswegen gehen wir mal direkt rein. Ich stehe jetzt gerade auf diesem Bus, weil ich den einfach mal kurz nochmal zum Lackieren schicke. Da ist auch gerade unsere Busfahrerin Dolly Todd. Auch ein interessanter Name. Die fährt im Bus jetzt gerade in die Lackiererei, weil wir uns da nochmal anschauen wollen, dass das vielleicht, das sieht mir zu weiß aus hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es soll eigentlich grau sein. Jetzt könnte man sagen, das sind die Lichtverhältnisse, aber wenn man sich den Bus anguckt, den wir auch lackiert haben, da ist es definitiv so grau, wie ich es eigentlich gerne hätte. Von daher gucken wir uns das nochmal an. Und den Bus, von dem ich gerade sprach, der ist gerade runter von der Bühne, ist also technisch bearbeitet. Wir machen mal auf Play. Danach kann er nochmal von innen gereinigt werden. Allerdings wird wahrscheinlich jetzt uns erstmal die Lackiererei dazwischen kommen. Ja, so ist es. So, ich hatte jetzt vor, das nochmal zu laden, was wir grundsätzlich als Vorlage haben. So, und dann wäre die Idee, den nimmt er nämlich nicht. Da müsste man das nochmal als neu machen. Die Idee wäre, das müssen wir wahrscheinlich alles nochmal neu machen, ne? Ja, müssen wir wahrscheinlich. Aber es ist mir echt definitiv zu hell. Da müssen wir alle nochmal lackieren lassen. Ein bisschen ärgerlich ist das schon, ne? Na, das ist zu dunkel. Das geht eher ins Rötliche. Und das ist schon wieder zu weiß. Ich glaube, wir hätten hier noch ein bisschen runtergehen müssen. Das ist aber auch wieder zu dunkel. Heidewitzka. Ja, das wäre eine Farbe, die ich schön fände. Ja, die finde ich genau richtig. Dann machen wir das jetzt nochmal. Überlackieren das Ganze jetzt nochmal. Hatte das untere Stück jetzt nicht gemacht. Doch, jetzt hier, aber das war zu hoch. Muss es gleich noch ein bisschen rot sein, rot sein. Aber ich hatte ja auch schon mal gesagt, bei den Volvo-Bussen ist uns das eh nicht gut gelungen. Das mache ich aber dann offline. Wir machen das jetzt hier nochmal zusammen. Ja, so hätte ich das gerne. Das kommt dem Silbernen, wo ich ja beruflich tätig bin, am nächsten. Oh, das haben wir hinten auch nicht schön gelöst. Warum hat das auf einmal die Farbe? Oh, das ist schon wieder nicht schön gelöst. Ach, der geht immer um die Ecke rum. Da muss man aufpassen. Natürlich unsere runden Kreise nochmal anders machen. Ach. Jetzt fällt mir gerade wieder ein, wir haben ja bei den anderen, ja genau, siehst du, wir sind nämlich hier komplett hochgegangen. Wir haben nur oben das Rot gelassen. Wir können das ja vorne lassen, aber hier. Sind wir komplett reingegangen. Das hatte ich ja bei dem Volvo, wie gesagt, auch falsch gemacht. Aber was ist schon falsch im Leben? Hinten würde ich den sogar komplett rot lassen. Das machen wir jetzt gleich nochmal. Vorne nämlich auch. Und an der Seite auch. Ich gucke jetzt noch gerade unter dem konsequenterweise. Machen wir es aber damit auch falsch. Na, dann machen wir es uns eh nochmal lackieren. So, das ist gut. Jetzt soll das da vorne, jetzt haben wir alles grau, was grau sein soll. Nicht, dass wir schon wieder eine falsche Farbe benutzen. Nee. Das ist jetzt pro Modell so ein bisschen unterschiedlich, aber ich glaube, das ist auch völlig in Ordnung. Hier so, dann kann man das jetzt kleiner machen und wir können das ja auch mit dem runden Kreis, wollen wir ja eh die runden Kreise reinmachen. Aber die sind zu groß.
Die runden Kreise sollen so ein bisschen unser Markenzeichen sein. Die Halbrunden. So, das ist einmal das Rot und jetzt machen wir das nämlich ein bisschen kleiner und malen den genau. Achso, den kann man so nicht anmalen. Dann machen wir es damit, dann überlappt er das besser. Ja, das ist eben noch nicht so, weil das nicht die gleiche Farbe ist. Ist Fubbelsarbeit, ich verspreche es euch, wir machen es beim nächsten Mal offline. Ich würde hier drunter das einmal, wie gesagt, diesen Streifen, den sieht man wahrscheinlich in real gar nicht im Spiel. Dass man es weiß, ist manchmal schon too much, ne? Aber so, das ist hier schön gelungen. Jetzt machen wir das hier vorne noch. Hoffentlich schön. Die Citybus-Geschichte ein, die Werbung. Und dann haben wir das doch so, wie ich es dann auch haben möchte. Oh, der war ein bisschen tief. Na, da fange ich jetzt nicht nochmal an zu fummeln. So, das ist schön. Wie gesagt, dann nochmal Citybus, aber wiederum in dem, doch ne, in dem Rot, ist ja richtig. So, finde ich es doch nice hier oben nochmal. Ja, komm. Dann speichern wir das jetzt nochmal als klein grau-rot neu. Speichern. Anwenden. Und dann ist der jetzt hier gebufft und ist so, wie er sein soll. Und das sieht auf jeden Fall im Vergleich zu denen, die hier stehen, wesentlich besser aus. Ist zwar auch hell, aber das sieht echt weiß aus und das sieht silber aus, so wie es sein soll. Gut, das lackieren wir natürlich alles jetzt offline um. Das werde ich natürlich jetzt nicht, obwohl... Nee, doch, dann muss ich jedes Mal daran eingreifen. Alles gut. Wir müssen ja auch dann offline nochmal hier die Gelenkbusse, die ja sowieso meistens eine andere Farbe haben, umlackieren. Das passt ja auch. So, wie sieht es hier draußen aus? Das machen wir mal... Jetzt gehen wir mal ins Grundgeschäft. Hier in Wattenscheid sieht es recht gut aus. Auch die 11, die ja fährt, da ist eben auch die Sache, die Fahrpläne nochmal anzupassen für die nächsten Wochenenden, weil wir haben schon gemerkt, dass wesentlich weniger los ist. Wir sehen es jetzt hier nochmal aktuell, haben wir heute verkauft 10.700 Euro Tickets. Das im Vergleich zu einem Freitag, einem Donnerstag und einem Mittwoch natürlich überhaupt nichts. Der Samstag war auch schon schwach, aber der Sonntag ist ja auch nicht vorbei. Von daher reicht aber da eine andere Fahrweise definitiv aus, ein kürzerer Takt als alle 20 Minuten, wie es zum Beispiel hier die 3.1 und die 3.2 noch macht. Das ist nicht nötig. Man sieht, dass eindeutig die Auslastung sehr gering ist an den Tagen. Das ändere ich definitiv nach oben. Ja, 18.58, was haben wir hier noch an positiven Meldungen? 4.8 sind wir wieder hoch, das ist sehr schön. Wie gesagt, man könnte noch mal über die Ticketpreise nachdenken, aber ich denke mal 4 Sterne von 5, da wollen wir auch nicht meckern. Die Haltestellenqualität müsste aber besser werden, das haben wir nämlich verbessert. Wir gucken mal, was wir noch forschen können. Das haben wir jetzt auch schon länger nicht mehr gemacht. Doppeldeckerbusse, Solobusse. Ansonsten ist hier unten an sehr erforscht natürlich noch die Einsatzgebiete, aber da sind wir aktuell noch mit der einen Sache beschäftigt. Hier müssen wir 600 und 650 erreichen. Dann geht das mit dem Spritverbrauch noch mal ein bisschen runter. Dann würde ich sagen, machen wir noch mal für 10.000 noch mal einen Solobus. Kann nicht schaden. Hier habe ich alle zugewiesen. Bestellung müssen wir auch nicht machen, wobei wir haben mit dem einen Bus jetzt gerade mal was gemacht. Wir können ja auch noch mal schauen, ob noch ein neuer Bus dazugekommen ist, weil Busse brauchen wir auf jeden Fall. Hier kommt noch mal ein schöner. Der ist interessant. Das ist ein Cito, der ist nicht interessant. O530 hat nicht so genügend Plätze, da ist es der, dem uns nochmal interessieren würde. 39,2 will er dafür haben. Ist erst 125.000 gelaufen. Wir sagen mal 37.
Angenommen. Schön. Dann kommt auch der nächste Bus rein und wir haben wieder neu investiert. Jetzt geht das immer nie. Ihr könnt jetzt nicht mit rechts scrollen. Da müsst ihr einfach irgendwas anmachen und dann geht das wieder. Auch so als kleine Geschichte. Der muss dringend getankt werden. Sonst kann er gar nicht eingesetzt werden. Und wir werden uns nochmal von innen den technischen Zustand dann gleich anschauen. Hier sind Sitzplätze noch genügend vorhanden. Die setzen sich zwar immer mal, aber auch nicht durchgehend. Die Eröffnungszeiten sind ja übrigens in der Woche nur, glaube ich. Das steht zwar hier nicht, aber draußen steht ja dasselbe, wie drinnen steht. Ne? Brauchen wir gar nicht gucken. Ja, ja. Aber ich gehe davon aus, dass es nur wochentags ist. So, der ist noch beim Tanken. Der ist jetzt full. Dann würden wir einmal den technischen Zustand nochmal uns bekieken, wenn er steht. Jetzt ist es soweit. Dann kriegt er den Router gemacht, neue Reifen, neue Keilriemen. Dann ist das doch auch gut. Alles gut, alles gut. Wobei wir den mal tanken lassen können. Come on, come on, come on. Ja, jetzt sind wir sowieso bald wieder in der Nacht. Wie gesagt, der Sonntag endet ja auch ein bisschen früher. Dann geht es wieder in den reichen Montag hinein. Man kann jetzt nochmal über Parkbuchten nachdenken, sicherlich. Weil wir gerade auch immer fleißig immer den Markt uns anschauen und kaufen. Wir haben übrigens Platz bis hier vorne. Also wie gesagt, es ist natürlich ein Limit irgendwann. Ich würde aber die Straße mal einfach so weitermachen, wie wir sie jetzt hier haben, dann passen nämlich hier sehr gut die großen Modelle. Achso, der vielleicht nicht. Ne, der nicht. Der jetzt nicht gemacht. So, dann müsste das hier wieder hoch. New Inturo ist ein neuer Bus, der freigeschaltet werden wurde. So sieht er aus. 55, der sieht ja auch also ganz gut. 93 und 55 Sitzplätze für einen mittleren Bus, auch nice. Gibt es da schon einen gebrauchten? Nee, dann würden wir uns den einmal neu gönnen. Aber das mache ich auch gleich übrigens, weil ich ja dann direkt wiederum die Lackiererei mache. Da möchte ich ja jetzt keinen mit Nerven in Anführungsstrichen. Der kommt dann also neu beim nächsten Mal rein. Dann gucken wir nochmal hier nach den großen Stellplätzen, dass wir da auch genügend haben. Holen wir nochmal 3 Stück und für die mittleren hatten wir, glaube ich, sowieso genügend. Würde dann aber hier weitergehen. Können wir ja auch noch schon machen, komm. Was soll der Geiz, sage ich immer. Und rein theoretisch passen ja hier auch noch welche hin, da passen aber keine großen hin, ne? Oder? Doch, genau. Aber wir wissen ja auch nicht, wie wir das unser Hauptgebäude, ich meine, wir sind jetzt schon recht groß, ich glaube nicht, dass wir bis ganz hier hinten müssen, ne? Also von daher können wir jetzt hier die Straße zum Beispiel noch der Optik wegen nochmal schon weitermachen. Und uns erstmal so aufstellen. Und dann können wir nämlich hier auch nur mal ganz schnell so ein kleines Büschchen wieder machen, wie wir es hier auch gemacht haben. Wo ist aber ein anderer Busch? Den möchten wir nicht. Wir möchten dann den... Welcher war es denn jetzt? Ja, der ist richtig. So. Spielereien, aber die müssen sein. Haben wir wieder ein bisschen mehr gemacht. Wir haben 23 Uhr. Das heißt, gucken wir nochmal kurz, was für Busse noch draußen sind. Aktuell auch sind doch noch einige draußen. Aber alle... so gut wie leer. Da kann man quasi schon mal eine Bilanz ziehen vom heutigen Tage. Eingenommen haben wir 12.000 gegenüber 25.000. Nochmal die Hälfte. Also der Sonntag ist extremst negativ. Aber trotz alledem, auch wenn wir Busse gekauft haben, steht das hier eigentlich, müsste ja auch drin stehen, ne? Oder was denn dann? Das steht wahrscheinlich nicht in der Bilanz, weil das einfach direkt hier abgezogen wird. Was ja auch vernünftig ist, braucht man eigentlich so nicht. Haben wir 54.000 immer noch plus gemacht, also obwohl wir da ein bisschen schlechter sind, trotzdem einen guten Tag. Ja, dann würde ich sagen, gucke ich mir das einfach wieder in der Nacht an, wie immer. Und ihr seid dann gleich wieder am nächsten Morgen mit dabei. Ich sage bis gleich, tschüss. So, kleiner Sprung, da bin ich wieder. Ich habe machen wir mal weiter. Auch dieses Modell jetzt hier umlackiert, aber ich schaffe es natürlich nicht in einer Nacht, dafür ist die zu kurz.
dass ich alle Geschichten mache. Also auch die langen sind jetzt noch nicht passiert. Das wäre dann für die nächste Nacht mal eine Option, das zu machen. Ansonsten bin ich aber durch mit allem. Die Einteilung, ich finde das irgendwie süß mit unseren Punkten. Die Einteilung für die Schicht, also den Schichtplan, den habe ich diesmal automatisch zuweisen lassen. Und da ist es zwar grundsätzlich okay, allerdings, wenn ich jetzt hier mal im Detail drauf gucke, sind die hier zum Beispiel, sind ja die kleinen, die hätte ich natürlich gerne auf die Linien wie die drei, was ist es jetzt überhaupt? Die 313 und so weiter, ne? Also von daher, das ist dann nicht ganz optimal. Ich weiß nicht, ob ich es nächste Nacht nochmal mache. Ich habe es einfach mal probiert. Kann man machen, muss man aber nicht. Aber jetzt fehlt dann trotzdem, fehlen zwei Busse. Also einmal hier um 9.35 Uhr 302 und für die 310 dann um 12.30 Uhr. Das sind die einzigen beiden, die jetzt nicht zuteilbar sind. Was natürlich bei der automatischen Zuteilung, was ich jetzt quasi erwarte, ist, dass die Busfahrer jeweils die sind, die am ausgeruhtesten sind. Das sollte ja sowieso der Fall sein. Insofern schauen wir mal, ob das auch so ist. Heißt, wir brauchen zwei neue Busse. Den einen, den ich da vorhin angekündigt hatte, habe ich mir nochmal angeschaut. Wo sind wir? Da. Ne, da war doch richtig. Der Citywide, aber gut, 35 Sitzplätze, das ist eigentlich doch zu wenig. Dann arbeite ich doch lieber mit den 49ern hier von dem LE zum Beispiel. Das ist eigentlich das Beste. Oder der Doppeldecker. Das wäre ja auch eine Option, sich da nochmal einen reinzuholen, weil den haben wir auch noch nicht umlackiert. Komm, dann machen wir das auch. Dann lackieren wir den nochmal eben zusammen um. Kaufen uns den, dann ist das so, dass wir die Dachfarbe so ein bisschen in das hellere Silber haben. Die Busfarbe geht ja ins Rötliche wie immer. Und wenn man den einmal so hat, dann kann man natürlich von vornherein alles richtig machen, sage ich jetzt mal. Wir setzen den in diesem Grau. Oh, mal größer, nicht, dass es wieder zu hell wird. Ich würde fast sagen, das ist zu hell. Ah, da geht's runter, dunkler. Ja, das ist zu dunkel. Ist fast genauso hell, ne? Ja, weil er das nicht immer sofort nimmt. Also jetzt würde ich mal sagen, es ist dunkel. Wir sehen es gleich. Das müssen wir uns dann vorher entscheiden, bevor wir alles nochmal neu machen. So, was machen wir hier? Machen wir hinten. Hinten gehen wir weiter. In der Geschichte vorne lassen wir. Unten ist ja auch das Grau. Da ist dadurch, dass die Tür da ist. Aber hier möchte ich jetzt mal auch vorsichtig sein. Also bis hier auf jeden Fall. Wenn wir dann noch um die Ecke gehen? Ne, eben nicht. Fehlt aber jetzt hier so ein kleines Stück. Gut. Dann kann man nämlich den oberen Bereich auch rot lassen. Und hinten, ja, machen wir das genauso, ne? Ja, so fände ich es erstmal von der Grundgeschichte nice. Jetzt könnte man hier die roten Farben, unsere Kreischen. Übrigens bei der einmal rot in den Kreis reingeschrieben. Das sehen wir auch gleich mal. Das ist auch schön. Also grau in den rohen Kreis reingeschrieben. Das können wir hier auch mal machen, finde ich. Das ist jetzt nicht immer hundertprozentig. So, nämlich. Und dann haben wir jetzt hier in grauer Farbe, wollen wir noch Pünktchen, rote Pünktchen machen? Ne, rote Pünktchen nicht. Dann nehmen wir in grauer Farbe. Kann man nämlich jetzt hier hinten reinschreiben. Dann sollte es aber die Größe haben, die der Kreis hat. So, muss aber noch ein bisschen heller werden. So, ne, noch ein Ticken dunkler, Entschuldigung. Ja, so finde ich es nice. Jetzt könnte man hier, da muss man aber dann auch kleiner machen. Alles zu klein.
Hat doch auch was, oder? Finde ich schon. Oh, das war schräg. Das war ein bisschen zu hoch. Ah ne, guck mal, wir können eine Sache rückgängig machen. Genau, das geht auch. Oder auch zwei Dinge rückgängig machen. So. Finde ich jetzt auch schön. Und da oben finde ich jetzt runde Punkte in der grauen Farbe. Oder? Ist aber dunkler wie die der Farbton, ne? Lass mal bei der Schrift bleiben. Machen wir dreimal da drauf und dann ist das auch schön vorne. Dann werden hier drüber, das andere wird mir zu dunkel. Wir jetzt doch mal so kleine graue Geschichten hier zwischen, das ist doch auch noch mal schön. Irgendwas fehlte mir da. Ist ja eh klein, deswegen nur angedeutet sozusagen. Ja, finde ich sehr, sehr cool. Dann nennen wir den DL einfach nur. Dann können wir den anwenden. Achso, der kommt ja neu rein. Ich denke, warum wird er nicht gemacht? Da haben wir wieder die Thematik. Da ist er, der Neue. Wird noch heller, dementsprechend schöner, aber mir gefällt es schon richtig gut. Die anderen können wir jetzt nicht da reinjagen, weil die schon verplant sind, obwohl 6,25, das passt. Können wir den auf jeden Fall umlackieren. Und schon wieder nimmt er das. Ne, das nimmt er jetzt nicht, weil das da ist. Wie viel haben wir eigentlich von denen? Nur 2 oder 3? Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Vorne steht auf jeden Fall keiner mehr. Der fährt rein und dann gucken wir uns das draußen an. Wir haben ja 5.15 Uhr. Es geht ja so langsam los. Allerdings hier nehmen wir Laden. DL5. Habe ich 05 den genommen? Ne, das ist gar nicht DL. Habe ich den so genannt? Ja, klar. Flagge anwenden. Hatte ich schon einen, das wusste ich gar nicht. So, dann ist der auch fertig. Gut, hier draußen sieht es am Montag schon wieder etwas anders aus. Allerdings noch nicht, wir haben 5.25 Uhr, das wird noch ein bisschen dauern. Und unsere Wattenscheider-Geschichte hier ist, glaube ich, wirklich gesagt vernünftig. Wir haben jetzt, wenn man jetzt den unteren Bereich hier sieht, da haben wir natürlich jetzt noch nichts angeglichen, ne? Aber das nächste ist, dass hier oben ja Gelsenkirchen lauert. Und da sollten wir vielleicht auch einmal mit hin. Aber das wird ein sehr langer Weg. Was haben wir denn noch für Ziele? Das ist ja erstmal das nächste. Wir sollten vielleicht auch nochmal diese Ziele hier unten angehen. Die uns ja auch grundsätzlich gutes Geld bringen. So ist es ja nicht. Der ist noch mal ganz interessant. Das möchten wir in dem Verbund mit Bochum. Sonst wir Häuser mindestens 6 Haltestellen. Mindestens 250 Meter Abstand. Ansonsten ist da jetzt nichts groß vorausgesetzt, ne? Dass man irgendwo besonders hin muss. Ich überlege. Eigentlich wäre mir das... Ja gut, letztendlich ist das ja fast auch wie eine eigene Linie, ne? Jetzt kommt diese Zuweisung für die zwei offenen Schichten noch. Das ist übrigens hier Fahrplan 1. Das müsste ich auch noch alles umbauen. Zu tun. Dann ist der neue hier im Einsatz. Den nehmen wir dann auch. Und Sherlock so und so fährt ihn. Das kann man hier auch nochmal sehen. Den kann man nicht nochmal sehen. Erst wenn sie da drin sitzt. Dann ist es quasi noch eine freie Schicht. Ne? Fehlt uns also noch ein Bus, der definitiv nicht reinkommt. Müssen wir also so oder so nochmal reagieren. Ich gehe mal kurz raus. Ich glaube, hier war ja jetzt nichts mehr. Ne? Das ist der, den haben wir gerade zugeteilt. Und die sind alle draußen bzw. zugeteilt. Na, bringt nichts.
Dann brauchen wir noch einen Bus. Dann machen wir das jetzt in der Folge noch und eine neue Linie machen wir dann in der nächsten Folge. Ach, was bin ich denn da immer da drauf? Gucken wir nochmal, ob wir einen gebrauchten vernünftig. Hier ist ein schöner Urbino noch. 265 gelaufen. Da ist auch noch einer. 464 allerdings. Dann scheint er hier am interessantesten. Blinker und Lichteffekt 31, sagen wir mal 28,5. Angenommen. Schön. Nice. Da kommt er auch, aber der stinkt nicht nur, sondern der muss ein bisschen was anderes getan bekommen. Wo fährst du denn damit hin? An der hintersten Stelle ist alles frei, Junge. Alles. Fast an der hintersten. Reparieren. Blinker, Licht muss gemacht werden. Das ist aber eigentlich schon alles. Das andere kann noch warten. Und danach musst du gereinigt werden. Den Distinks. 4,7, wieder etwas zurückgegangen. Wie ist denn das Kundencenter? Hat noch gar nicht auf. Ein paar Minuten. Stehen denn da schon Leute vor der Tür? Nee, das machen die nicht. Aber unsere Schalter sind alle besetzt, wie ihr seht. Sind die denn gestresst? Nö, die sind gerade völlig ungestresst. Ein bisschen. Aber es ist alles soweit okay. Da kommt der erste Kauf, Wochenticket. So wollen wir das. Und da kommen sie dann auch alle an. Naja, so viel sind es gar nicht. Wie gesagt, das haben wir ja mittlerweile im Griff, muss man ja sagen. Da haben wir ja uns ganz gut nach vorne gearbeitet. Auch wenn das riesig groß aussieht, finde ich. Aber es ist schon okay. So, der wird jetzt gerade gemacht. Andere Optionen zum Verlängern haben wir ja gar nicht. Also zum Reinsetzen, dafür müsste er erstmal fertig werden. Sieht aber trotzdem gerade gut aus. Wie gesagt, ich hatte das Gefühl, wenn jetzt hier so große Busse bei der 318, aber das ist mit 38 okay. Hier zum Beispiel ist auch gut. Die 306, die hat mal ein bisschen sehr große Auslastung. Ist er das? Ne, das ist die 901. Da fährt er. Gut. Der Stinky-Bus ist fertig. Wo ist er? Jetzt kann er noch gereinigt werden und er muss auch noch getankt werden. Aber ansonsten ist bei dem Bus doch alles tutti. Zwei neue Nachrichten. Der Busfahrer sehr gut. Ist er zufrieden. Und hier haben die nochmal nicht optimal entsprochen, haben den Fahrplan geändert. Das gilt ab morgen. Und zwar bisher war 30 Minuten, jetzt 60 Minuten. Also die ziehen die 300, was haben wir hier, die 300, die Hospizlinie. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Nummer das war, aus dem Kopfchen. Da, die 309 ziehen sie nochmal auf eine halbe Stunde zurück, auf einen Stundentakt zurück. No. Okay. Dann ist das so. Dann lassen wir ihn jetzt noch schnell zum Tanken fahren. Dann ist er auch einsatzbereit und könnte uns hier helfen. Wie sind unsere Ziele? Na, da haben wir noch nicht mal die Hälfte erreicht. Und hier unten, nein, da muss man das Streckennetz. Ich sage ja, da müssen wir beim nächsten Mal definitiv ran. Das machen wir auch. So, tanken noch. Und dann ist der in Ordnung. Ja, dann würde ich sagen, dann machen wir nämlich hier auch Schluss. Wenn der beim Tanken war, ziehe ich mir den mal in die Lackiererei und mache für diese Modelle, was ist das überhaupt da einer? Der Urbino 18. Okay, wir haben so unterschiedliche Busmodelle, das ist das nun mal eben. Das müssen wir natürlich für jeden einzelnen. Aber Urbino 18, der fährt gerade eine Schicht, davon haben wir jetzt nicht nur einen. Da ist auch nochmal einer und die werden dann auch hübsch gemacht, wie ich sagte. Aber wie gesagt, das mache ich jetzt gleich mal kurz offline, würde ich sagen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und machen dann quasi eine neue Linie. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir das wirklich als diese Vorgabe machen oder ob wir das dann mit einer eigenen Linie machen. Das schauen wir uns noch an. Ich sage danke fürs Zuschauen. Macht's gut und vor allem wie immer, bleibt gesund. Ciao, ciao.